Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind wohl der coolste von allen, deswegen laufen wir auch so. Nein, eigentlich laufen wir so, weil wir krank sind. Wir haben die Stimpack-Krankheit, welche uns ein Stärke abzieht, was ziemlich uncool ist. Das heißt, wir müssen entweder jetzt für die Zeit... Ach, wisst ihr was? Wir trinken einfach zwei. Wir haben davon 30... Also können wir was trinken. Und schauen uns mal weiter um. Was? Wett? Nein, 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 nein. Geht weg. Ich hab euch nichts zu sagen. Wieso existierst du? Hab ich's dir erlaubt? Doch, du kannst. Du kannst es weiter durchhalten gegen ihn. Vor allem, wenn ich helfe. Ich werde ihn nicht töten, weil dann wirst du... Okay, hier, du bekommst was. Da hast du. So, und wo ist der Assi? Im Stein. Komm her und gib auf. Du kannst nichts. Wow. Was hatte der für eine Waffe? Nee, jetzt mal ernsthaft. Was hatte der für eine Waffe? Okay, Leute, wir werden wie folgt vorgehen. Ich werde jetzt einen Schnitt machen und wir sehen uns dann da gleich wieder. Also, bis dann. So, Leute, da sind wir wieder. An der halbwegs gleichen Stelle. Natürlich ein bisschen weiter vorher. Um sicherzustellen, dass hier auch jetzt nichts uns überrascht. Es ist schön, gemeinsam so wie zu eben. Aber irgendwie scheinen die Gegner so auch anders Zeit zu sein. Damit verbracht, allein umherzustreifen, dass ich vergaß, was menschliche Gesellschaft hat. Also sagen wir es so, die Gegner, die wir eben hatten, die Kassadore zum Beispiel, die waren jetzt beim Wiederspielen nicht da. Also die Gegner scheinen schon andere zu sein. Scheint ein bisschen random gepickt zu sein. Okay. Was ist das hier? Oh. Nichts Gutes anscheinend. Grabhügel. Nee, da werde ich mal nichts klauen von... Geh weg, du machst Schaden. Geh weg. Okay. Hier möchte ich nicht bleiben. Nee, ich auch nicht. Deswegen machen wir jetzt eine Schnellreise. Zur North Fork Höhle, weil wir jetzt auch nochmal diesen Tunnel Pine Creek den gesamten Weg laufen werden, um ihn zu erkunden. Yay. Ich meine, wir... Wow. Was? Ein Riesenskorpion? Warum? Ich meine, die Waffe macht ordentlich Schaden, so ist nicht. Aber ihr könnt doch nicht einfach direkt vor mir spawnen. Das geht doch so nicht. Okay. Ja, wir müssen jetzt wirklich diesen gesamten Weg nochmal neu laufen. Vater, ich bitte dich, führe diesen Mann, der das Gefäß deines Willens ist. Zeige ihm das Licht deiner Weisheit und den Frieden deiner Liebe. Amen. Der arme Yaogwai. Yuigwai. Der arme Yuigwai. Nee, Yaogwai. Na, wir scheinen aber gleich am Tunnel angekommen zu sein.
Ja, es scheint gut zu sein. Ja. Wir sind hier also auf der 9. Okay. Route 9. Gibt es hier denn was Spezielles? Texturen. Fehlende Texturen. Das ist interessant. Ansonsten nichts. Ein Baum. Ein Baum. Okay. Nee, aber ansonsten irgendwie nichts. Das ist interessant. Eigentlich hatte ich was erwartet. Das Vogelnest. Ja, okay, da können wir noch hin. Denke ich. Aber nur mit der Recharger. Die hat mir gute Dienste erwiesen. Ich denke, dadurch ist... What? Okay, nee. Die mache ich jetzt mit der Buschbüchse. Was? Zur Hölle. Du hast eine Polizeischrotflinte. Was war das eben? Wisst ihr was? Du als Nahkämpfer, dich mache ich auch im Nahkampf tot. So. Könnt ihr mich bitte zum Sturmtrauben da lassen? Du hast doch. Wer hat mir die Waffe geklaut? Wer hat mir die Waffe geklaut? Zion war einst ein Ort des Friedens, wissen Sie? Hast du mir die Waffe geklaut? Wenn etwas von mir Ihnen helfen wird, nehmen Sie es. Du hast mir die Waffe geklaut, wie kannst du nur? Das ist meine Waffe. Oh, mit schöner Munition. Was? Boom. Hier möchte ich nicht bleiben. Nee, bleiben wir auch nicht, denn wir gehen nach da oben. Ich weiß nur noch nicht wie, aber wir gehen da nach oben. Punkt. Punkt. Das ist jetzt so. Du musst mir nicht widersprechen. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich die Recharger wirklich jetzt nutzen will. Weil ich weiß nicht, was für Gegnertypen hier auf mich lauern werden. Jaoguai. Okay, doch, die Recharger scheint sehr schön zu sein. Dadurch, dass ich so schnell Schaden verteilen kann. Und ich meine, wir kriegen ordentlich an Erfahrung. Aber sehr ordentlich. Yep. Ich mag die Waffe. Gegen Menschen ist sie nicht so effektiv, dafür gegen Tiere ziemlich. Und anscheinend kämpfen wir hier gegen Tiere. Na gut, wir sind auch in einem Nationalpark. Vater, ich bitte dich, Ach, du bist ja führe diesen nerviger Mann, der als das Gefäß Volk deines Kreide, Willens ist, was zeige ihm die das Licht Texte deiner angeht. Weisheit und den Frieden deiner Liebe. Amen. Du bist echt nerviger als Volk Kreide. Du musst alle 2 Minuten was sagen. Du solltest Let's Player werden. Du musst alle 2 Minuten was sagen. Ey, du musst Let's Player werden. What? Ja. Genau so. Nicht anders. Okay, dann schauen wir uns mal im Vogelnest um. Brauchen wir ja nicht weiter crouchen. Da unten.
Nehme ich. Da. Die Munition nehme ich gerne. Das war's? Okay. Das war's vollständig. Dann schauen wir uns... Ey, wir haben nur noch zwei Plätze, die wir einfach so angucken können. Ja, dann gehen wir von den Water Dogs aus. Okay. Blub, 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 blub. Ah, hi. Da gehört, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt hier rumlaufen. Und uns ein bisschen umsehen. Das sieht irgendwie voll komisch aus. So ein riesiger Ranger mit so einer Mini-Pistole. Oh. Okay. Gegen Sporenpflanzen ist die jetzt nicht so effektiv, diese Waffe. Oh mein Gott, er hat mich entdeckt. Mach's Mäulchen auf. Ist auch schon tot. Und einer lebt hier noch. Sie hätten meine Familie kennengelernt. Ich denke, sie würden sie mögen. Stell sie mir dir doch vor. Wenn möglich. Was? Ich verkrüppel dich die ganze Zeit, kann das sein? So, aber hier war auch noch eine Schrecke, oder nicht? Nö, anscheinend nicht. Da war meines Wissens gerade eben noch eine Schrecke. Da! Stirb! Okay. So leicht geht das. Hey, Alter, wie geht's? Kronkorken. Vault 22. Anscheinend sind wir beim Lager der Vault 22 Bewohner. Warnung, ein rachesüchtiger Geist. Und noch eine Recharger, die wir reparieren können. Das klingt gut. Also vor allem das Reparieren. Das nächste ist was zu lesen, was wir aber auch erst in der nächsten Folge lesen. Obwohl, wir werden es noch diese Folge lesen und damit werden wir die Folge dann beenden. Sogleich. Nachdem ich hier oben war. Um zu gucken, ob hier oben was ist. Nö, hier ist nichts. Okay, dann werden wir uns hier hinsetzen. Und wir werden lesen. Warnung, ein rachsüchtiger Geist sucht diese Canyons heim. Wenn Sie diese Nachricht lesen, tun Sie sich selbst einen Gefallen, kehren Sie um und hauen Sie ab aus diesem Canyon. Nahezu 11 Monate lang haben meine Leute gegen einen bösen Geist, der diesen Ort heimsucht, gekämpft. Als wir letztes Jahr im Februar mit 118 Leuten hier ankamen, wurden wir von Primitiven angegriffen und mussten uns verteidigen. Daraufhin fing irgendwas an, viele von uns zu töten. Wir taten unser Bestes, um dieses Ding zu finden und umzubringen. Wir nahmen an, es sei ein Mensch, weil es unsere Feuerwaffen gegen uns selbst verwendet und uns allerlei Fallen stellt. Aber kein Mensch könnte uns so Widerstand leisten wie dieses Ding. Es ist weitaus bösartiger, als ein Mensch es je sein könnte. Wir wurden auf 34 dezimiert. Es hat 6 Aufseher vor mir erwischt. Manche starben an der Lungenkrankheit, die wir uns aus der Vault eingefangen hatten. Aber deren Zahl ist verschwindend gering im Vergleich zu unseren Freunden, die von diesen Dingen ermordet worden sind. Oder wurden halt. Da ich nun endlich zum Aufseher gemacht wurde, werden wir diesen Ort sofort verlassen und nicht zurückkommen. Wenn sie dieses anscheinende Paradies gekommen sind, im Glauben, sauberes Wasser, reichliche Wildbestände und Unterschlupf zu finden, lassen sie sich nicht täuschen. Sie werden hier nur den Tod finden. Kehren sie sofort um und bringen sie ein paar Kilometer zwischen sich und diesen Ort. Möge Gott uns allen gnädig sein.
John Hendricks oder James Hendricks oder irgendwas mit J. Aufseher Vault 22 Expedition. Ja, damit. Psst. Damit beenden wir diese Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Was? Wir sind auf. Nein! Ich wünschte, Sie hätten meine Familie kennengelernt. Ich denke, Sie würden sie mögen. Ich sag dir, was ich überhaupt nicht mag. Cazadore!